Ist diese Lösung von 1866 dauerhaft oder ist sie eine Zwischenstation zu einem deutschen Reich? Und nach Bismarcks Ansicht, und wahrscheinlich ist die unwiderleglich, es brauchte tatsächlich noch den Krieg gegen Frankreich. Die Nachricht von Leopolds Zusage alarmiert den französischen Außenminister Gramont. Ein Hohenzoller auf Spaniens Thron ist für ihn unvereinbar mit der Macht Frankreichs und dem Prestige seines Herrschers, Kaiser Napoleon III. Majestät? Es ist also wahr. Leopold strebt danach, König zu werden. Sehr. Noch ein Triumph Preußens und die Franzosen werden nicht mehr Bismarcks Kopf fordern, sondern den euren. Was schlagen Sie vor? Der preußische König muss Leopolds Kandidatur öffentlich und für alle Zeit unwiderruflich zurücknehmen. Eine solche Demütigung wird der König nicht so einfach hinnehmen. Er wird es schon tun. Sonst zwingen wir ihn dazu. Der Mann, der gezwungen werden soll, hält sich gerade zur Kur in Bad Ems auf. Hier erfährt König Wilhelm vom französischen Protest und vermittelt. Mit seiner Billigung zieht Prinz Leopold seine Kandidatur zurück. Frankreich hat gewonnen. Der Konflikt scheint vermieden. Ein Irrtum. Der Verzicht Leopolds reicht dem französischen Kaiser nicht. Er will Preußen demütigen. Das ist eine Depesche des Königs. Sie duldet keinen Aufschub. Offenbar hat ihn der Botschafter Frankreichs Benedetti persönlich aufgesucht. Schon heute früh. In Bad Ems. Majestät, bitte. Auf ein Wort. In seiner Depesche an Bismarck teilt der König mit, Benedetti habe von ihm verlangt, öffentlich zu garantieren, dass kein Hohenzoller den spanischen Thron besteigen werde. Ein Affront. Der König hätte nicht mit ihm reden dürfen. Leopold hat verzichtet, das reicht. Der König hat seinen Fehler wohl bemerkt. Er hat seinen Sekretär geschickt, um klarzustellen, dass er mehr nicht tun kann und will. Seine Majestät richtet Ihnen aus, der Verzicht Leopold sei ihm aus Sigmaringen bestätigt worden. Er habe dem Herrn Botschafter nichts weiteres mitzuteilen. Das war's. Warten Sie. Noch ist nicht alles verloren. Wir werden die Depesche ein wenig kürzen. Et voilà. Die Nachricht aus Sigmaringen streichen wir. Und schreiben nur, der König hat dem Herrn Botschafter nichts weiter mitzuteilen. Punkt. Ausgezeichnet. So hat es einen anderen Klang. Als habe der König ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen. Wenn ich das an die Zeitungen gebe, wird es vor Mitternacht in Paris bekannt sein. Warten wir ab, wie Frankreich darauf reagiert. Bismarcks Plan geht auf. Die Veröffentlichung der Emser Depesche wird von Napoleon als Ohrfeige empfunden. Er, der Preußen demütigen wollte, ist nun selbst gedemütigt. Er handelt wie von Bismarck erwartet. Frankreich erklärt Preußen den Krieg. Napoleon ist seinerseits innenpolitisch am Wanken und kann sich eine Niederlage gar nicht leisten. Und das weiß auch Bismarck, dass er da nicht sagen kann, na ja, Kinder, es ist egal und so. Sondern da muss eine Großmacht wie Frankreich darauf reagieren. Und das ist dann da prallt dann die Offensive Frankreichs auf die Offensive Preußens. Beide Seiten sind schuld am Krieg. Doch Bismarck hat einen entscheidenden Vorteil. Durch die Kriegserklärung gilt Frankreich als Angreifer. In München wie in ganz Süddeutschland wollen jetzt selbst erklärte Preußen-Gegner gemeinsam mit dem Norddeutschen Bund gegen Frankreich kämpfen. Die öffentliche Stimmung lässt dem süddeutschen Fürsten keine Wahl.
Auch der bayerische König Ludwig II. Befiehlt die Mobilmachung seiner Armee gegen Frankreich. In Bayern wie überall in Deutschland folgen die Bürger bereitwillig dem Ruf zu den Waffen. Handwerker, Lehrer, Arbeiter, Bauern, selbst Jugendliche. Der jüngste Kriegsfreiwillige ist gerade 15 und kommt aus Bayern. Der Krieg gegen Frankreich, er eint die Nation. Erneut überrascht Moltke den Gegner durch einen schnellen Aufmarsch. Ein Teil der französischen Truppen wird in Metz eingeschlossen. Von Châlons aus eilt Napoleon III. Zur Befreiung der Stadt herbei. Bei Sedan kommt es zur Schlacht. Napoleons Streitmacht ist in schlechtem Zustand. Schwere Märsche, eine unentschiedene Führung und zu wenig Proviant haben der Moral der Truppe zugesetzt. Für den 1. September gönnt der Kaiser seinen Soldaten eine Ruhepause. Ein schwerer Fehler. Die deutschen Truppen schließen einen Ring um ihre Stellungen. Sie sitzen in der Mausefalle, sagt Moltke. Der Generalstabschef setzt diesmal nicht auf Gewehre, sondern auf Artillerie. Der Einsatz von Geschützen aus der Waffenschmiede Krupp soll nach Moltkes Plan die Entscheidung bringen. In ihren improvisierten Stellungen sind die Franzosen dem deutschen Feuer fast schutzlos ausgeliefert. Feuer! Drei Salven pro Minute, bis zu 800 an diesem Tag. Feuer! Im Trommelfeuer der deutschen Artillerie zerbricht die französische Armee. Regimente, Bataillone, selbst Kompanien lösen sich auf. Die Schlacht von Sedan wird später zu einem deutsch-nationalen Mythos erklärt. Am Nachmittag des 1. September gibt Napoleon III. Auf. Über einem Tor der Festung lässt er die weiße Fahne hissen. Die Schlacht von Sedan war zunächst mal ein militärischer Erfolg, ein ungeheuerlicher Erfolg. Sie führte dazu, dass das französische Kaiserreich militärisch prinzipiell besiegt war. Militärisch war es ein Sieg, es war aber auch emotional ein erhebendes Gefühl für die Mehrheit der Deutschen. Man hatte mit diesem Tag von Sedan die Macht besiegt, die seit Jahrzehnten, so schien es jedenfalls, den Deutschen im Wege stand. Noch gilt der Krieg als legitimes Mittel der Politik. So sehen es die beiden Kontrahenten. Auf einer Landstraße vor Sedan kommt es auf Napoleons Wunsch zu einem historischen Treffen zwischen dem Besiegten und dem Sieger. Majestät, ich erwarte Ihre Befehle. Ich habe keine Befehle mehr zu geben. Dann lassen Sie uns über Friedensverhandlungen sprechen. Zu spät. Ich bin hier, um dem König meinen Degen anzubieten. Ist es der Degen Frankreichs? Nur mein eigener. Ich bin Ihr Gefangener. Über den Frieden entscheidet allein meine Regierung in Paris. An der Spitze von 100.000 Soldaten geht Napoleon III. In Gefangenschaft. 3 Jahre später stirbt er im englischen Exil.